unseren verbliebenen Truppen. Wir haben noch immer an die 200 Soldaten auf dem Planeten. Ach du Scheiße. Unwichtig. Jetzt da das schamanische Militär mit Sicherheit zu einem massiven Gegenschlag aus Rache für ihren getöteten General ausholen wird, sehe ich keinen Grund, unsere wertvollen Transporterstaffeln unnötigen Risiken auszusetzen. Aber Sir, 200 Soldaten. Ich sagte unwichtig. Das sind bloß Hybriden. In einer Woche bekommen wir eine neue Lieferung von der Erde zugesandt. Es sind zwar effektive, doch dafür recht billige Einsatzkräfte. Auf 200 mehr oder weniger sind wir nicht angewiesen. Bringen Sie uns nun aus diesem Sektor, Fenrich. Okay, das Militär ist ja echt ein übelstes Arschloch. Ei, Sir. Das ist natürlich jetzt weniger gut, ne? Was ist denn nun? Wo bleiben die denn? Die müssten doch schon längst hier sein. Pavo, was sollen wir jetzt machen? Sie liegen schon fast 10 Minuten hinter dem Zeitplan. Abwarten, sie kommen bestimmt. Da bin ich mir ganz sicher. Wie er bei diesen Arschlöchern, wo er selber mitbekommen hat, noch so sicher sein kann, ne? Irgendwie, das widerspricht sich wieder ein bisschen. Aber na gut. Weißt du das? Da ist doch schon irgendwas im Anflug. Ich wusste doch, sie würden kommen. Okay. Nein, warte. Das sind sie nicht. Das sind Bomber! Autsch. Und auf einmal werden sie alle panisch und rennen wieder wild umher, müssen aufs Klo. Oh Gott. Die lassen uns hier. Die lassen uns einfach so zum Sterben zurück. Diese verdammten Mistschweine. Nein. Nein, das kann nicht sein. Sie sagten doch, sie würden... Dafür ist es zu spät, Bravo. Wir werden alle sterben. Sterben? Einfach so? Nein. Nein, auf keinen Fall. Nicht jetzt. Aber was hast du vor? Wir können nirgends mehr hin. Und doch, das können wir. Komm, schnell. Runterspringen? Ja. Das so gut ist für die Gesundheit, darunter zu springen. Okay, ich spreche mal auf Platz 1. Trink mal kurz was. Whisky. Ich glaube nicht, dass sie überlebt hat. Den Sprung. Whisky, wir haben es geschafft. Wir sind dem Bombardement entgangen. Wir haben es geschafft. Whisky. Na super, es ist die auch noch tot. Irgendwie alle, die erkennen, verrecken nacheinander, habe ich das Gefühl. Ja, die Juliette verreckt, dann der Oscar oder wie hieß, also der andere und jetzt auch noch sie. Super. Also das ist es. Jetzt bist du, Chester, auf einmal bei mir nicht mehr Mod. Irgendwie in meiner Liste. Warum auch immer. Was Shetty da auch immer macht, ich weiß es nicht. Naja. Das ist mal irgendwie komisch. Aber was soll's. Würde ich mal sagen, schauen wir mal. Ich habe jetzt absolut keine Ahnung, was will er denn jetzt? Wie will er jetzt hier wegkommen? Das sind jetzt nur Schamali, soweit ich mich da jetzt erinnere. Und nicht irgendwie irgendwas, mit dem er... Naja, wahrscheinlich irgendwie sowas wie, er will Sachen klauen von den Schamali oder so. Was geht hier ab? Was? Was? What? Was zum Henker? Ich kann mich bewegen, aber was zum... What the fuck? Mama. Papa. Bravo, da bist du ja wieder.
Mein Sohn. Hey, Bravo ist wieder da. Oh, Bravo, mein Schatz. Warum hast du dich bloß so lange nicht mehr gemeldet? Ich bin wieder zu Hause. Bei sterbenden Charakteren muss man immer aufpassen. Ich bin auch kein Freund davon, dass sie da alles unbeschadet überlebt. Doch lässt man zu schnell zu viele Charaktere sterben, dann ist ein Tod nicht mehr den gleichen Impact wie vorher. Naja, der Spiegel sowieso nur 4 oder 5 Stunden oder sowas. Also. Was ist da für Musik? Und dafür Geräusch? So ein Brummeln einfach nur. Ich höre es nicht ordentlich, weil das in meinem linken Ohr ist und mein linkes Ohr ist kaputt. Na gut. Immer mit Ruhe, mein Sohn. Setz dich doch bitte zu uns. Bestimmt hast du uns viel zu erzählen. Ja, ich, ja. Okay, kann ich mit euch reden oder? Nee, okay. Das sind ja auch nicht seltsam, dass er eine Waffe trägt, aber das Geist ist irgendwie sowieso schon seltsam. Und das soll übrigens, glaube ich, vor dem Vater eine Zeitung darstellen und keine Landkarte oder sowas. Also wirklich, diese Liberalen, als ob man mit diesen Außerirdischen irgendwie reden oder verhandeln könne. Also wirklich, die sollte man doch aus dem Parlament jagen, diese. Nun hört doch mal auf, ständig so. Bläh. Nun hört doch mal auf, ständig so zu schimpfen. Du machst nur die Kinder verrückt. Man muss auch dazu jetzt natürlich sagen, Bravo, da er gezüchtet ist, er hat eigentlich keine richtigen Eltern. Ich weiß, Schwester, weiß nicht, ob du den Anfang damals mitbekommen hast. Das ist ja schon ein paar Wochen her. Und, ja, es hieß ja damals, dass diese Erinnerungen jetzt hier an seine Familie, an seine angebliche Familie, dass er die sich selber ausgedacht hat bei der Geburt. Also, das scheint jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zu sein. Von mir aus, was immer du sagst, Liebling, würdest du mir vielleicht mal die Butter rüberreichen? Der Toast schmeckt heute Morgen wirklich ein bisschen trocken. Selber schuld, wieso kauft ihr nicht mal das Toast? Das Toast. Ah ja. Das Toast im Sparmarkt. Die sind nicht nur günstig, die haben auch immer Top-Produkte da. Das ist doch gar nicht wahr. Die haben ja noch nicht mal was Ordentliches zum Anziehen. Sparmarkt. Also bitte. Unser Toast ist prima. Nur etwas trunken. Und deshalb hätte ich jetzt mal bitte die Butter, bitte. Möchtest du denn nicht mal meine neue Marmelade ausprobieren? Die habe ich selbst gemacht. Du weißt doch, wie gerne sie die Kinder immer gegessen haben. Liebling, bitte, du weißt, dass ich auf meinen Zucker achten muss und daher... Mama? Ja, Schatz? Könntest du mir sagen, was... nun... Ja? Mama, könntest du mir sagen, was Marmelade ist? Er weiß gar nicht, was man... Natürlich weiß er nicht, was Marmelade ist, weil er... Oh mein Gott. Das ist ja... die kriegen ja in diese Militärkram, kriegen die ja nur so eine komische Pampe davor gesetzt. So eine komische Fertigpampe, weil... Ja, wegen Hybriden und so, weil die brauchen ja eh nichts ordentliches. Die kriegen ja nur das Zeug, was sie zum Überleben brauchen und naja. Und... Was Butter und was Toast ist. Mama, könntest du mir sagen, wie du heißt? Könntest du mir deinen Namen sagen? Ach du Scheiße. Er weiß echt nicht, deinen Namen sagen. Oh. Könntest du mir sagen, wieso Juliette sterben musste? Oder wieso Oscar oder Whiskey sterben mussten? Mama, kannst du es mir bitte sagen? Oder wo wir hier sind. Ihr wisst es selbst nicht, oder? Knack, das war gerade mein Aussprecher, sorry. Seit ich denken kann, habe ich dieses Bild im Kopf. Von einer Familie, mit der ich vergnügt am Tisch sitze und rede und lache. Aber ich kenne euch nicht. Du bist nicht meine Mutter. Du bist nicht mein Vater. Du bist nicht meine Schwester. Und du bist auch nicht mein Bruder. Euch gibt es gar nicht. Euch gibt es nur meinen Kopf. Ihr seid nur hier, weil ich mir so sehr wünsche, dass ihr es wärt. Aber ihr seid nicht da. Ihr seid nicht meine Familie. Meine Familie ist längst tot.
Nein, Bravo, du irrst dich und das weißt du. Der Tod und das Töten sind deine wahre Familie. Es ist alles, was du je kennengelernt hast. Für Liebe, für Geborgenheit, für Freude. Lieb keine Zeit, war unbrauchbar. Du hast deinen Dienst als Soldat getan. Alle, die je etwas für dich übrig hatten, die je auf deiner Seite waren, sind tot. Oh Gott, mein Kopf! Wie soll ich dir sprechen? Keine Ahnung. Du hast nun nichts mehr, Bravo. Du bist nun wertlos. Du hast deinen Sinn erfüllt. Du musst nur zu deinen Kameraden. Du musst nun eingehen in das Vergessen. Bravo, bleib bei uns. Nein! Bravo, bleib. Du weißt, wo du hingehörst. Nein! Lass mich, du Monster! Nein, ich gehöre nicht hierher! Und das ähnlich. Was? Mama, Shamali! Das geht ja gerade auch Schlag, Alter! Alter, was haben die vier Augen? Das ist schon Schamai, sind die Menschen nicht mehr so unähnlich, außer dass sie ja größere Augen haben. Ach du, wo muss ich jetzt lang? Ah, hier lang, oder? Wahrscheinlich. Okay. Pui. Das war jetzt ganz schön intensiv. Oh. Was ist ein Zufall der Bauch? Was zum Teufel? Von denen gibt's noch welche. Wie hat der uns gefunden? Wo hört der Herr Gesichtsausdruck von dem Gefühl absolut nicht? Ein Hybrid, das glaube ich fast nicht. Das ist doch unmöglich. Nun, zunächst mal nehmen Sie Haltung an. Nur weil Sie es als Einzigster geschafft haben, brauchen Sie keine Lobeshymnen zu erwarten. Wann haben Sie vor zu starten? Wie bitte? Ich habe mich wohl gerade verhört. Ihr Aufgabenbereich ist hier, solange noch Shamali auf diesem Planeten sind, sind sie nicht fertig. Sie haben keinerlei Befugnis, mit uns diesen Kleider zu benutzen. Ja, kein Platz für Kanonenfutter. Ihr Bastarde! Okay. Okay, okay. Speichern. Oh ja, da hab ich viele oder so, ja. Aua! Du Blöder! Boah. Alter! Wir haben den Titel zerfetzt, ey! Zerteilt und auch noch die Wirbelsäule guckt auch noch raus. Uah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Was? Wer zum Geil sind Sie denn? Moment mal. Was haben Sie eigentlich vor? Waren Sie doch? Nein! Computer, Autopilot nach Autorisierungscode 2.14. Gamma einschalten. Erfordere unverzüglichen Startvorgang. Koordinaten für neues Ziel lauten 3.47.33.9 Orion Basis. Ach, das Bild von Juliette. Okay. Achtung, Sie sind im Begriff, unautorisiert in terranisches Hoheitsgebiet einzudringen. In den identifizieren Sie sich. Ich wiederhole, Sie sind im Begriff, unautorisiert in terranisches Hoheitsgebiet.